Hallo, einen schönen guten Tag. Wir würden dann auch mal loslegen. Willkommen bei unserem Webinar über das Thema 1D-Systemsimulation komplexer Strömungs- und wärmetechnischer Systeme und Anlagen mit FLONEX. Mein Kollege Tobias Schwötzer wird Ihnen heute einen kurzen Überblick über die Anwendungsmöglichkeiten von FLONEX geben. Ich selbst, mein Name ist Melanie Dankert und ich bin Ihre Ansprechpartnerin aus dem Vertrieb. Ich beginne jetzt mit einer sehr kurzen Vorstellung und Übersicht von unserem Angebotsprofil. Und im Anschluss der Präsentation beantworten wir Ihnen gern Ihre Fragen. Also es gibt am Bildschirmrand, müssten Sie sehen, ein Fragenpanel. Da können Sie gerne Ihre Fragen eintippen im Verlauf der Veranstaltung. Die werden dann hier gesammelt, die Fragen. Und danach werden wir die größtmöglichst beantworten, also so viel genau wie wir dann noch in der Zeit so schaffen. Und falls sich später noch Fragen ergeben sollten, dann können Sie sehr gerne noch eine Mail schicken. Falls Sie auch Interesse an einem kostenfreien Test der Software haben oder an weiteren Informationen Interesse haben, dann schicken Sie mir gerne jederzeit eine Mail oder rufen Sie auch gerne telefonisch an. Ich habe hier auf dem Bildschirm, auf der Folie, die Sie sehen, unten meine Kontaktdaten angegeben. Da können Sie sich gerne jederzeit an mich wenden. So, kurz zu uns. Wir sind Firma CFX Berlin. Unser Firmensitz ist in Berlin im Bezirk Friedrichshain. Wir sitzen ganz oben in dem Gebäude, was Sie auf der rechten Seite der Folie sehen. Und seit knapp 25 Jahren bieten wir als Partner von Ansys EngineSoft und MTech Industrial Simulationslösungen in den unterschiedlichsten physikalischen Disziplinen an, vor allem in dem Bereich Strömung, Thermik, Mechanik, Elektromagnetik und die Kopplung verschiedener physikalischer Effekte. Zum einen bieten wir Ihnen passende Softwareprodukte an, also die Produkte der Ansys-Plattform, unsere hauseigene Software TwinMesh sowie FLONEX, was heute vorgestellt wird, und die Software ParticleWorks. Außerdem unterstützen wir Sie bei der Ausstattung mit passender Hardware. Und zum anderen bieten wir Dienstleistungen an. Also wir führen auch Berechnungen als Projektdienstleistung im Auftrag durch. Und außerdem bieten wir Schulungen an. Sie erhalten von uns Support. Und wir sind auch selber in der Forschung und in der Entwicklung der Simulationssoftware aktiv. Heute geht es um die 1D-Systemsimulation mit der Software FLONEX. Mein Kollege wird Ihnen gleich dazu Näheres erläutern und einen Einblick in die Software geben. Die Software FLONEX wird erfolgreich in vielen Bereichen eingesetzt, wie beispielsweise der Energietechnik, in der Rohrleitungsplanung, im Anlagenbau und bei der Auslegung von Heiz- und Kühlsystemen sowie auch von Gasturbinen. Hier sehen Sie ein paar Referenzen, wo FLONEX zum Einsatz kommt bereits. So viel meinerseits zur Einführung. Ich würde dann jetzt weitergeben an meinen Kollegen. Und genau, ich werde es mal jetzt weitergeben. Und dann werden Sie mehr über FLONEX erfahren. Okay. So, mein Bildschirm sollte nun zu sehen sein. Sehr gut. Ja, dann erstmal vielen Dank, Melanie, für die Einleitung und auch herzlich willkommen von meiner Seite aus. Ich heiße Tobias Schwotzer und beschäftige mich hier bei CFX Berlin mit der Simulationssoftware FLONEX. Falls Sie im Anschluss Fragen haben, können Sie auch gerne mich kontaktieren unter der hier angegebenen E-Mail-Adresse. Heute möchte ich Ihnen ein paar ausgewählte Anwendungsfälle vorstellen, die bei uns im Haus mit FLONEX bearbeitet wurden. Diese Übersicht hier soll als roter Faden für die nächste halbe Stunde dienen. Wir starten mit dem Beispiel eines Lufterhitzers, den wir zunächst mittels einer 3D-CFD-Simulationsergebnisdatei kalibrieren werden und anschließend transient betrachten wollen.
Als nächstes wenden wir uns dann der Modellierung eines Industrieofens zu, dessen Komponenten dimensioniert werden sollen, um in der Folge dann die benötigte Zeit des Aufwärmvorgangs zu bestimmen. Und zu guter Letzt beschäftigen wir uns mit der Möglichkeit der automatischen Netzwerkgenerierung und der anschließenden Optimierung eines Netzwerks anhand eines Ammoniak-Eindüsegitters. Zunächst ein kurzer Einblick, was FloNEX überhaupt ist und was es kann. FloNEX ist ein 1D-CFD-Löser zur Berechnung von Strömungs- und wärmetechnischen Systemen, der die entsprechenden konservativen Haltungsgleichungen für Masse, Impuls und Energie für inkompressible, aber auch kompressible Medien löst. Die Software bietet eine große Materialdatenbank für Gase und Flüssigkeiten. Es können aber auch Stoffgemische erstellt werden oder eigene Materialdaten eingepflegt werden. Natürlich können auch Mehrphasenströmungen berechnet werden, falls einphasige Stoffmodelle für die Systembetrachtung nicht mehr ausreichen. Ohne großen Aufwand kann dann so ein bestehendes Netzwerk auch auf transiente Szenarien untersucht werden. Das klappt quasi auf Knopfdruck. Als weiteres Feature sei die Kopplung zu ENSYS erwähnt. Hierbei kann dann eine 3D-Berechnung in ein 1D-System integriert werden, sodass dann die Einflüsse des Systems auf die 3D-Simulation und auch umgekehrt realitätsgetreu abgebildet werden können. Für die Erstellung von Netzwerken gibt es für jeden Modellierungstyp adäquate Komponentenbibliotheken. Für zum Beispiel wärmetechnische Fragestellungen gibt es eine Vielzahl an Wärmetauschertypen mit den entsprechenden Eingabeparametern, aber Wärmepfade können auch sehr detailliert modelliert werden. Und sehr ähnlich setzt sich dann diese Vielfalt auch für Leitungen, Pumpen und Turbinen und für Ventile und so weiter fort. Zur Analyse, Optimierung und Auslegung von Systemen stellt FloNEX einige sehr nützliche Tools bereit, die wir in diesem Webinar auch noch kennenlernen werden. Die schon angesprochenen Kopplungsmöglichkeiten beschränken sich dann aber nicht nur auf die ENSYS-Produkte, sondern sind noch viel weitreichender. Es gibt zum Beispiel Schnittstellen zu MATLAB Simulink und zu Excel, um nur einige zu nennen. Genau. Über die flexible API können dann aber auch weitere Programme mit entsprechenden Kommunikationskapazitäten in FloNEX integriert werden. Kommen wir nun zu unserem ersten Beispiel, unseren Lufterhitzer, den wir jetzt hier schon in der Zeichnung eingebettet in sein Gesamtsystem sehen. Die Aufgabe bestand darin, die Komponente des Lufterhitzers einfach zu berechnen, beziehungsweise den Wirkungsgrad dann des kompletten Systems. Wir wollen uns im Zuge des Webinars aber nur auf den Lufterhitzer konzentrieren und ein besonderes Augenmerk liegt hierbei auf den Wandtemperaturen im Erhitzer. Schauen wir uns die Komponente nochmal ein bisschen genauer an. Die Geometrie ist rotationssymmetrisch, weshalb hier uns dieser Ausschnitt genügen soll. Und die Herausforderungen bestanden darin, dass alle Betriebszustände berechnet werden können sollen. Das heißt sowohl stationär als auch dynamische Vorgänge, wie zum Beispiel Shutdown-Szenarien. Hier am oberen Eintritt wird ein Gemisch aus Methan und Luft verbrannt und hier entlang nach oben geführt, wo sich dann der Auslass befindet. Auf seinem Weg gibt dieser Strom Wärme an die hier unten einströmende kalte Luft ab. Im Auslegungspunkt soll ein Luftmassenstrom von 90.000 Kilogramm pro Stunde erhitzt werden. Das Methan wird mit ca. 40% Luftüberschuss oxidiert und an den Außenwänden wird freie Konvektion berücksichtigt. Neben der erzwungenen Konvektion in den beiden voneinander isolierten Strömungsfaden soll das Modell auch Wärmeleitung in den Wänden, das sind hier diese dünnen schwarzen Striche, und Wärmestrahlung berücksichtigen, die ja gerade hier große Einträge von der Flamme zur inneren Wand zeigt. Nun könnte man sich natürlich die Frage stellen, warum nicht einfach nur 3D-CFD hier zum Einsatz kommt, was sicherlich für die stationäre Betrachtung des Lufterhitzers alleine noch Sinn ergeben würde, auch wenn das sicherlich auch schon recht aufwendig ist. Jedoch bei transienten Berechnungen und spätestens bei einer systemweiten Untersuchung stößt man dann an seine Grenzen.
weil die sicherlich den zeitlichen und damit finanziellen Rahmen hinsichtlich der Wirtschaftlichkeit von Projekten sprengen würde. Und genau an dieser Stelle spielt dann die IND-Systemsimulation ihre Stärke aus. Sie ist aufgrund des deutlich geringeren Rechenaufwands um einige Größenordnung schneller als ihr, sagen wir, zweidimensional älterer großer Bruder. In diesem Beispiel werden wir unser 1D-Modell mit einer stationären 3D-CFD-Lösung kalibrieren und darauf aufbauen könnte man dann in kürzester Zeit eine Vielzahl an anderen stationären Betriebspunkten abfahren. Und das dann nicht nur eben für die Komponente selber, sondern eben fürs gesamte angeschlossene System. Und Gleiches gilt dann natürlich auch für dynamische Vorgänge, die in FlowNext beinahe beliebig definiert und simuliert werden können, ohne dass jetzt das Netzwerk großartig geändert werden muss. Und für diese ganzen Aufgabenstellungen bietet FlowNext eben die notwendigen Komponenten und Tools, um das möglichst effektiv durchzuziehen. Aber springen wir doch einfach mal rein in die Software und schauen uns das Modell an. So sieht im Prinzip das finale Modell aus. Wir zoomen mal ein bisschen weiter rein, dass man hier auch was sieht. Man kann hier sicherlich schon so ein bisschen die Geometrie von vorher auch wiedererkennen. Wir haben zum einen den Strömungspfad, der startet hier unten, ich zoome mal noch mal ein bisschen raus, der kalten Luft, der hier mit mehreren Kanalelementen von jeweils 1 Meter Länge diskretisiert ist. Wir haben hier oben Methan und Luft, was hier gemischt wird. Somit kann man den Methananteil dann beliebig variieren und mit Hilfe dieser Verbrennungskomponente hier Strom ab. Werden dann die adiabate Flammtemperatur und die Gaszusammensetzung nach der Verbrennung bestimmt. Alle weiteren Elemente, die man hier im Prinzip sieht, die vor allem zwischen den voneinander isolierten Strömungsbereichen sind, realisieren den Wärmeaustausch in unserem Modell, also den konvektiven Wärmetransport im Rohr, die Wärmestrahlung zwischen Oberflächen und die Wärmeleitung in den Wänden. Direkt hier Strom ab von unserer Flammkomponente. Haben wir eine Komponente, die die Strahlung zwischen den heißen Gasen, also das ist hier diese Komponente, die Gasen und der Innenseite der Wand modelliert. Die Gleichung, die sehen wir hier, wie das Ganze passiert. Ein Korrekturfaktor C, mit dem dieser Wärmefluss dann kalibriert werden kann. Der Standardwert ist hier bei 1. Und mit Hilfe der stationären 3D-Simulation aus ANSYS CFX werden wir diese Strahlungskoeffizienten zwischen Flamme und innerer Wand für unseren nominalen Betriebspunkt nun so kalibrieren, dass wir das Wandtemperaturprofil der CFX-Rechnung möglichst genau treffen. Dafür werden wir den FlowNext Designer einsetzen. Wir laden hier mal diesen Snap, also so ein Abbild mit allen nötigen Parametern und lösen das Ganze einmal stationär. Und hier oben in dem Reiter sehen wir mal einen Vergleich der Wandtemperaturen zwischen FlowNext hier in Blau und CFX in Orange. Und wie man sieht, sieht das ohne Kalibrierung noch nicht besonders gut aus. Deswegen starten wir jetzt einfach mal unseren Designer um, möglichst genau an dieses Profil heranzukommen. Und was passiert jetzt? Ich schalte hier nochmal kurz zurück und schauen uns mal hier unter Konfiguration das Designer Setup an. Und zwar werden hier für diese 10 Knoten, die wir hier sehen, die im Prinzip unsere innere Oberfläche der innersten Wand repräsentieren, die Strahlungskoeffizienten im Bereich von 0 bis 4 so angepasst, dass wir eben auf die Temperaturen kommen, die wir hier aus der CFX-Rechnung genommen haben. Und genau das passiert jetzt, wenn wir jetzt hier mal wieder so zurückspringen, während munter der Designer hier durchläuft, sehen wir schon, dass sich so langsam das FlowNext-Wandtemperaturprofil an die Referenzlösung heran bewegt. Das dauert jetzt noch ein bisschen, bis das Ganze kalibriert ist. Deswegen werden wir das einfach mal hier kurz unterbrechen und schon unsere fertig kalibrierte Lösung einmal laden.
und das Ganze dann nochmal stationär lösen. Jetzt sehen wir, dass diese Kurven genau übereinander liegen. Das ist unsere Kalibrierungsgröße, klar. Und jetzt können wir mal uns anschauen, wie es bei den anderen Wänden aussieht, was dann tatsächlich das Modell vorhersagt. Und verglichen mit der CFX-Rechnung, das sieht dann alles schon sehr gut aus. Damit haben wir unser stationäres Ergebnis kalibriert. Hier sieht man jetzt auch schon, da muss ich nochmal näher reinzoomen, dass hier so eine einfache Regelung implementiert ist. Und zwar wird hier der Methanmassenstrom in Abhängigkeit von der maximalen Wandtemperatur reguliert, sodass wir in unserem Beispiel, wenn wir jetzt hier mal auf diesen einfachen PID-Regler gehen, sodass wir hier eine maximale Wandtemperatur von 726 Grad Celsius haben. Mithilfe von diesen hier Transferlinks werden die nötigen Steuer- und Regelwerte an das PID-Element übertragen und diese Excel-Tabelle hier unten gibt uns die maximale Wandtemperatur der 10 Wandbereiche aus. So, jetzt haben wir das Ganze nochmal, lösen wir das Ganze nochmal stationär, dann haben wir unser Zwischenergebnis. Von solchen bestehenden Netzwerken können dann für Präsentationszwecke auch zum Beispiel nur relevante Objekte dargestellt werden. Und das sehen wir hier mal. Da haben wir zum einen hier unten Eingabegrößen, die wir dann während der Transientensimulation ändern können. Das ist hier die Temperatur, das ist so ein Text-Input. Da können wir auch irgendwelche eine andere Temperatur eingeben. Und dann hier so ein Regler, mit dem wir dann den Massenstrom unserer Luft, die unten einströmt, verändern können. Wir haben aber auch, das sieht man hier unten unter Result Layers, da können wir mal raufklicken und dann wird uns hier tatsächlich dann die Wandtemperatur in den einzelnen Bereichen angezeigt. Eine von vielen Visualisierungsmöglichkeiten in FlowNex. Wir starten jetzt einfach mal die transiente Simulation. Ich habe, wie gesagt, auch gar nichts geändert hier in dem Netzwerk. Ich starte das einfach mal. Unser Regler ist bisher noch nicht an. Das machen wir, indem wir hier einfach mal diesen auf 1 stellen und sehen, dass er hier ein bisschen Handlungsbedarf hat, weil wir nicht genau bei 726 Grad Celsius sind. Dementsprechend wird hier der Massenstrom vom Methan nachgeregelt. Und wenn wir jetzt hier auf den Interaktionsbutton gehen und tatsächlich mal den Luftmassenstrom etwas reduzieren, sehen wir, dass die maximale Wandtemperatur sofort in die Höhe schießt und der Regler entsprechend, so wie wir das wollen, reagiert, indem der Methanmassenstrom reduziert wird, sodass wir uns dann wieder peu à peu an unsere maximalen 726 Grad Celsius an der Innenwand als maximale Temperatur heranpirschen. Man sieht, hier ist noch so ein bisschen Optimierungsbedarf und das ist eine sehr, sehr einfache Regelung. FlowNex bietet aber eine Vielzahl an Komponenten zum Aufbau von weitaus komplexeren Regelungssystemen. Ausgehend von diesem Komponentenmodell könnte man jetzt nun spezielle transiente Szenarien analysieren oder eben auch das periphere System des Lufterhitzers mit allen seinen Leitungen und so weiter aufbauen. Das würde aber sicherlich den heutigen Rahmen sprengen. Gehen wir zurück in die Simulation, in die Präsentation. Die angesprochene Einsparung an Rechenressourcen sieht man hier mal schwarz auf weiß, beziehungsweise rot über grün. Natürlich benötigt man bei weitem nicht so viel Arbeitsspeicher für die 1D-Berechnung, aber von deutlich höherem Interesse ist sicherlich die Verkürzung der Rechendauer von 2 Tagen auf 2 Sekunden für eine stationäre Berechnung. Die CFX-Rechnung lief dabei übrigens parallelisiert auf 32 CPU-Kernen. Fairerweise muss man natürlich an der Stelle auch sagen, dass die Berechnungsdauer von FlowNex einmalig mit der 3D-Berechnungsdauer beaufschlagt werden müsste, denn schließlich brauchen wir die Ergebnisse zur Kalibrierung. Aber bei allen weiteren Simulationen profitiert man dann von dem immensen Einsparungspotenzial der 1D-Simulation. Abschließend noch ein vergleichender Blick hier auf 2 sehr wichtige Größen, und zwar die Austrittstemperaturen der zu erhitzenden Luft und die der Verbrennungsgase.
Und wie man hier eindrucksvoll bemerken dürfte, liegt das FloNex-Modell im nominalen Betriebspunkt sehr nah an den Werten der 3D-CFD-Rechnung, also mit 2% Abweichung. Und die maximale Wandtemperatur wird natürlich genau getroffen, weil wir natürlich das Modell darauf kalibriert haben. Also diese beiden sehr wichtigen thermischen Ausgangsgrößen als Input dann für das System Strom ab werden für diesen Betriebspunkt relativ zur 3D-Simulation hervorragend wiedergegeben. Wir schauen uns nun das Beispiel eines großen Industrieofens an, in welchem Metalle oftmals nach ihrer Herstellung noch mit Wärme behandelt werden müssen. Um einen optimierten Betrieb des Ofens zu garantieren, muss der Einfluss von verschiedenen Betriebsparametern bekannt sein. In FloNex sollte dafür ein Modell erstellt werden, um schnelle, parametrisierte und zuverlässige Strömungssimulationen durchführen zu können. Ein Industrieofen besteht aber in der Regel aus mehreren Ofenzonen. Hier auf der rechten Seite ist mal so eine Ofenzone dargestellt. Dabei fährt dann so eine Aluminiumplatte horizontal durch diese Zone. Jeweils über und unter der Platte sorgt ein Ventilator für die Umwälzung von warmer Luft. Die Luft verlässt den Ventilator hier durch zwei horizontale Kanäle, wird nach unten um 90 Grad abgelenkt und gelangt dann zu fünf Düsen. Und die Düsen beschleunigen dann die Luft, die auf das Band trifft und dieses erwärmt. Anschließend strömt dann die Luft über eine Heizung zurück zum Ventilator. Explizit lauten hier die Anforderungen, dass eine Lufttemperatur von 300 Grad Celsius durch die Heizung gewährleistet sein muss. Und hinsichtlich der dynamischen Untersuchung wollen wir wissen, wie lange es dauert, bis die gesamte Maschine auf Betriebstemperatur ist. Ergänzt wird hier die Beschreibung unseres Ofens durch charakteristische Dimensionen auf der linken Seite. Springen wir auch hier mal in das Modell. Da das Modell symmetrisch bezüglich der Platte hier in der Mitte ist, schauen wir uns einfach mal nur den oberen Teil hier wirklich an. Starten hier beim Ventilator, dem dann eine entsprechende Leistungskurve hinterlegt ist. Die Luft gelangt dann hier über die Kanäle zu diesem Knoten, von wo aus sie dann durch diese Öffnung strömt, die unsere Düsen repräsentieren. Und dort dann mittels dieser Kanäle wieder nach oben geleitet wird, in den Heizungen erwärmt wird und dann wieder bei unserem Ventilator landet. Hier oben, diese beiden Elemente sind also unsere Heizung, also unsere Wärmequellen in unserem System. Sie können aber auch einen Druckverlust modellieren. Diese Wärmetauschelemente, die kennen wir schon aus dem letzten Modell. Hier wird der Wärmetransport zwischen dem inneren und dem äußeren Strömungsbereich berücksichtigt, sowie der Wärmeverlust hier nach außen. Die Aluminiumplatte wird mit Hilfe von Rohren modelliert, in dem ein flüssiges Dummy-Material mit den Stoffeigenschaften von festem Aluminium strömt. Der Massenstrom für das Material wird hier mittels eines Einzeilerskripts berechnet und dann hier als Randbedingung gesetzt. In diesem Beispiel wurde die gesamte Platte mit 15 Elementen modelliert, um eine genauere Darstellung des Temperaturprofils in der Platte zu erhalten. Ein weiterer wichtiger Aspekt hier bei der Modellierung besteht in dem Wärmeaustausch zwischen der umgewälzten Luft und der Platte hier in der Mitte. Für den mittleren Wärmekoeffizienten wird hier eine Korrelation für ein Array von Prallstrahlen aus Spaltdüsen hinterlegt und mit Hilfe von diesen Excel-Komponenten hier im System berücksichtigt. So, zu der ersten Aufgabe kommen wir direkt jetzt mal, und zwar zur Dimensionierung der Heizung. Und dafür verwenden wir wieder das FloNex Designer Feature. Der Luftstrom soll ja nach der Heizung, also hier oben an diesen Stellen, 300 Grad Celsius heiß sein. Das heißt, da gehen wir mal wieder hier in das Designer Setup. Das heißt, für diese Knoten hier ist unsere Zielgröße sind die 300 Grad Celsius. Und als freie Variable dürfen sich die Heizungsleistung, also an diesen Elementen hier,
im Bereich von vorgegebenen 26 Kilowatt bis 35 Kilowatt bewegen. Und löst man dann diese Zielwertaufgabe, so erhält man dann eine benötigte Gesamtleistung von circa 113 Kilowatt. So, wir lösen jetzt hier einfach mal unser optimiertes System und rechnen das einmal mit vorgefertigten Result-Layern, die wir vorher auch schon gesehen haben, kann man Lösungsvariablen im ganzen Netzwerk visualisieren. Man kann sich aber auch eigene Result-Layer definieren und beispielsweise nur die Temperatur in der Aluminiumplatte darstellen, so wie das jetzt hier mal gezeigt ist und hier auch diesen Definitionsbereich vorgeben, also von 30 bis 50 Grad Celsius. Wenn wir uns nun noch der zweiten Aufgabenstellung zu, die nach der Aufheizzeit fragt, das Modell wird dafür erstmal mit der stationären Lösung mit ausgeschalteten Ventilatoren und ausgeschalteten Heizungen initialisiert. Das ist hier schon mal in diesem Snap hinterlegt. Das können wir jetzt einmal lösen. Genau. Und die Temperatur der gesamten Maschine ist dann einfach auf Umgebungstemperatur. Und mit transienten Aktionen, beziehungsweise mit dem transienten Action Setup, was man hier wieder unter Konfiguration findet, können wir dann Ventilatoren und Heizung linear auf ihre Nennlast hochfahren. Die entsprechenden Definitionen sehen wir jetzt hier in diesem Fenster. Beim Hochfahrvorgang befindet sich zwischen diesen Ofen noch kein Medium, was erhitzt wird. Dementsprechend zirkuliert die Luft hier einfach nur. Und es wird keine Wärme mit der Platte ausgetauscht. Folglich wird auch der Wärmeaustauschstrom ab hier von den Düsen deaktiviert. Und das sieht man hier anhand dieser rot gestrichelten Linie. Die Wärmeverluste an der Umgebung berücksichtigen wir aber. Für diese Rechnung nutzen wir die Möglichkeit im Transientenlöser des adaptiven Zeitschritts, um einfach Rechenzeit zu optimieren. Das heißt dann, dass der Löser den Zeitschritt so anpasst, dass zeitliche Gradienten adäquat aufgelöst werden. Begrenzt wird der Zeitschritt dann nur durch ein definierbares Minimum und Maximum. Und mit Hilfe der hier unten dargestellten Diagramme können wir dann auch den zeitlichen Verlauf des Aufwärmvorgangs überwachen. Wir lösen das Ganze nochmal kurz stationär und starten dann auch einfach schon mal die Berechnung. Wir sehen jetzt hier auf der linken Seite, dass die Drehzahl, hier links an der Achse dargestellt, linear hochgefahren wird. Und zum anderen sehen wir hier auf der zweiten Y-Achse den Zeitschritt, der ja vom Löser automatisch angepasst wird. Mittig können wir dann jetzt noch die aktuelle Leistung der Heizung überwachen. Die haben wir ja auch linear hochgefahren. Und letztlich geben uns dann hier Temperaturen an ausgewählten Stellen im Netzwerk Auskunft darüber, inwiefern der Aufheizvorgang abgeschlossen ist. Wir sehen, das dauert jetzt eine ganze Weile. Der Löser passt schrittweise den Zeitschritt an, hebt ihn immer weiter an, weil der Gradient hier übersichtlich ist. Und das würde jetzt noch ein paar Sekunden vor sich hinlaufen, bis die ganze thermische Masse dann auf unsere Zieltemperatur hochgeheizt ist. Wir aktivieren das Ganze mal und springen zurück in unsere Präsentation. Hier nochmal einige Kenngrößen aus der stationären Simulation im Überblick. Flonix ist also in der Lage, Druckverluste, Massen oder Volumenströme zu bestimmen. Und darüber hinaus erhält man maßgebliche Einblicke in das thermische Verhalten einer Komponente oder eines gesamten Systems. In unserem Fall wären das beispielsweise die Temperatur der Platte am Ofenauslass, die an die Platte abgegebene Leistung oder auch die Wärmeverluste an die Umgebung. Nun noch zu unserem letzten Beispiel, dem Ammoniak-Eindüsegitter, kurz AEG. Die Optimierung von Abgasreinigungsanlagen spielt aufgrund von immer restriktiveren Emissionsgrenzwerten eine zentrale Rolle für den Betrieb von Feuerungsanlagen, Müllverbrennungsanlagen und so weiter. Und für die Reinigung von Abgasen wird
Ammoniak über Eindüsegitter, hier mal so grün dargestellt, zugemischt, welches dann mit den Stickstoffoxiden in speziell angefertigten Katalysatoren, das sind hier diese grauen Boxen, dann zu Wasser und Stickstoff reagiert. In Kraftwerken wird diese Anlage häufig dann in so einem expandierten Kanal installiert, wie auch hier zu sehen ist. Und dabei soll die Konzentration des Ammoniaks am Einlass des Katalysators gleichmäßig sein, um eine ausreichende Qualität der Reinigung gewährleisten zu können. Und wenn man jetzt mal so einen genaueren Blick auf dieses Eindüsegitter wirft, so sieht man, dass doch eine ganze Reihe an Parametern nötig ist, um diese zu definieren. Auf der anderen Seite werden ja nur sehr wenige Komponenten benötigt, um ein Netzwerk hierfür zu erstellen, die dann aber wiederum sehr häufig vorkommen. Jetzt kann man natürlich das Ganze von Hand erstellen, Komponenten oder ganze Gruppen von Komponenten kopieren und einfügen und löschen, falls sich die Anzahl der Lanzen und Öffnungen je nach Anforderung ändert. Was bleibt, ist eine Aufgabe, die unnötig Zeit kostet. Und um solche sich wiederholenden Aufgaben bei der Netzwerkerstellung zu begegnen, bietet Flownex die Möglichkeit eines automatisierten Netzwerkaufbaus dank der bereitgestellten API-Befehle, die dann via der C-Sharp-Skriptkomponente angesprochen bzw. ausgeführt werden können. Und das Ganze ist in der Flownex-Hilfe auch sehr gut dokumentiert und auch zudem mit hilfreichen Minimalbeispielen unterfüttert. Und wie das Ganze nun explizit für unser Eindüsegitter aussehen kann, zeige ich natürlich auch gerne. Hier in der linken Spalte sehen wir drei Buttons, mit denen das jeweils daneben zu sehende Skript ausgeführt wird. Das erste erstellt unser AEG mit den hier zu definierenden geometrischen Daten. Wir generieren jetzt einfach mal eins hier wieder auf den Interact-Button, um hier den Button auch ansprechen zu können. Jetzt haben wir so ein Gitter mit zwei Lanzen und je vier Öffnungen erstellt. Man sieht, dass das Ganze relativ schnell geht. Und hier unten an dieser Stelle müsste man jetzt nur noch die Einlassrandbedingungen zufügen und könnte dann auch schon das Netzwerk lösen. Hier unten sehen wir einen Button, um die eben erstellte Seite samt Netzwerk auch einfach wieder zu löschen. Zack, schon ist es weg. Jetzt könnte man das hier natürlich einfach nochmal erhöhen, um auch mal das zu zeigen, das Ganze nochmal generieren. Das dauert jetzt natürlich schon mal ein bisschen länger, aber wir sehen, dass das doch noch relativ flott. Bisher ist es so, dass wir hier einen standardmäßigen Auslassdruck von 100 Kilopascal als Randbedingung an jeder Düse finden. Jetzt ist es natürlich so, dass man ja auch oft individuelle Druckwerte definieren möchte, weil man beispielsweise ein Druckprofil aus Messungen oder Simulationen als Randbedingung gewonnen hat. Und genau für diesen Fall haben wir hier dieses dritte Skript. Und zwar liegt in unserem Arbeitsordner diese Excel-Tabelle hier, die diese individuellen Druckrandbedingungen einfach so als Matrix beinhaltet. Und dieses Skript liest nun einfach genau diese Werte ein und weist sie der entsprechenden Randbedingung zu. Also wir klicken hier einfach mal rauf, springen nochmal in unser Netzwerk und sehen, jetzt hier links sieht man diese Werte, dass sie jetzt tatsächlich individuell eingestellt sind. Anschließend kann dieses Netzwerk jetzt gelöst werden und mit Hilfe des Designers optimiert werden. Im Designer Setup sieht man, dass die Durchmesser der Verbindungsstege, das sind also hier dann diese Verbindung, im Prinzip so optimiert oder angepasst werden, dass wir überall in den einzelnen Lanzen den gleichen Massenstrom haben. Und dieses ganze Vorgehen ist hier auch nochmal so dokumentiert für einen Fall. Also man sieht so zu Beginn, dass die Massenstromverteilung über die einzelnen Lanzen sehr unterschiedlich ist. Und wenn man nun den Designer zur Optimierung nutzt, fallen im Prinzip alle hier in schwarz dargestellten Verläufe oder Verteilungen zusammen hier auf
die eine grüne Verteilung und man hat überall den gleichmäßigen Massenstromwert, zumindest pro Lanzer. Über die einzelnen Düsen hat man natürlich noch so eine Verteilung. Das könnte man natürlich dann im nächsten Schritt auch noch anpassen. Wie ich Ihnen heute hoffentlich anhand der ausgewählten Beispiele zeigen konnte, ist Flownex mit seiner großen Komponentenbibliothek und einer Reihe von nützlichen Tools eine sehr mächtige 1D-CFD-Software zur Auslegung, Analyse und auch Optimierung von strömungs- und wärmetechnischen Systemen. Und ausgehend von stationären Lösungen lassen sich dann bequem eine Vielzahl von transienten Untersuchungen in kürzester Zeit durchführen. Und gegenüber 3D-Simulationen kann man hier doch eine immense Zeitersparnis erzielen. Ja, damit wären wir dann auch schon am Ende des heutigen Webinars. Ich hoffe, dass jeder für sich etwas mitnehmen konnte und vielleicht auch Impulse bekommen hat, wo ein Einsatz von Flownex sich für Sie sinnvoll anfühlen könnte. Bei Anfragen dieser Art oder auch gerne Feedback zum Webinar können Sie sich natürlich gerne an uns wenden. Ja. Ja, vielen Dank, Tobias. Sie haben jetzt noch die Möglichkeit, Ihre Fragen reinzuschreiben. Hier sind schon Fragen eingetroffen. Und zwar würde ich die jetzt einfach mal dir vorlesen. Und die erste Frage wäre, die wurde schon bevor du über Scripting erzählt hast, gestellt, aber die könnte vielleicht trotzdem nochmal erwähnenswert sein. Und zwar, können auch Python-Programme eingekoppelt werden? Ja, wie gesagt, also sobald es irgendwie eine Kommunikationsmöglichkeit gibt, ist das auf jeden Fall möglich. Das ist die API sehr offen und tatsächlich für Python-Programme ist schon so ein Skript vorgesehen, womit dann genau diese Kommunikation zugelassen wird. Also um die Frage ganz definitiv zu beantworten, ja, es ist möglich. Ich gucke noch. Nächste Frage wäre, welche Möglichkeiten gibt es für Simulation von Batterien? Das ist wahrscheinlich eher, also ist mir zumindest so noch nicht untergekommen. Spezielles Modul gibt es dafür nicht. Da müssten wir jetzt mal, wenn Sie die Anfrage... könnten Sie einfach nochmal per E-Mail schicken, dann können wir uns nochmal damit beschäftigen, also was jetzt wirklich die spezifischen Anforderungen sind, aber es ist nicht so typischerweise etwas, wo ich sagen würde, das wäre das Anwendungsgebiet von Flownex selber. Aber richten Sie gerne nochmal die Anfrage an uns speziell, was Sie genau wissen wollen, vielleicht gäbe es da doch Möglichkeiten, aber zumindest hatten wir da noch nicht so viel Aufgabengebiete in der Richtung. Genau, hier kommen auch noch weitere Kopplungsfragen. Da ist einmal gefragt, ob man eine Lizenz für die Integration von Simulink braucht und ob eine Kopplung mit der Software ROR 2 möglich ist. Also lizenztechnisch, da kann ich direkt sagen, da würde ich gerne mit Ihnen das dann besprechen, was Sie sich da genau vorstellen. Für die Integration von Simulink bräuchte man dann ein bestimmtes Modul lizenztechnisch. Da kann ich Ihnen weitere Informationen gerne im Nachgang nochmal zusenden. Die Kopplung mit der Software ROR 2 ist auch möglich. Genau. Das ist sogar bei ROR 2 gibt es sogar so ein extra Exportfeld, wo explizit Flownex erwähnt wird, wo dann ein entsprechendes File exportiert wird, in dem auch drin steht, was dann nachher als Lösungsvariablen zurückgespiegelt werden muss. Wenn man sich zum Beispiel irgendwie so ein Druckstoßszenario dann ansehen möchte in Flownex und dann letztendlich die ganzen Kräfte zurückhaben möchte, das ist also schon so integriert und nahezu standardisiert, was ROR 2 betrifft. Ich sehe jetzt hier noch so eine andere Frage. Wie hoch schätzen Sie den Einarbeitungsaufwand für die Auslegung von Lüftungssystemen?
kommt sicherlich ein bisschen so auf die Vorerfahrung an, aber ich würde jetzt mal persönlich sagen, ist so die Einarbeitungszeit dadurch, dass FloNext sehr, sehr intuitiv funktioniert, durchaus kurz. Jetzt ist natürlich so eine Angabe auch nur so qualitativ. FloNext hat aber eine Reihe von sehr, sehr wertvollen Tutorials, die man am Anfang durchgehen kann, wo man sehr viel lernt über die Oberfläche, wie man Netzwerke aufbaut und so weiter. Und zudem haben sie dann natürlich uns dann als Support. Da sind die Wege meist auch kurz. Sie können kurz eine Mail schreiben, kurz anrufen und dann können wir auch in kurzen Webmeetings Probleme klären, sodass sie da auch irgendwie schnell reinfinden. Also wenn es jetzt wirklich um die Auslegung von Lüftungssystemen geht, da würde ich sagen, ist die Einarbeitungszeit doch sehr, sehr gut zu überblicken. Genau. Außerdem war hier auch noch eine Frage, ob es eine Präsentation gibt, die man im eigenen Unternehmen zeigen kann. Also wir können Ihnen gerne die Präsentation von heute zukommen lassen. Wir können aber auch sehr gerne mit Ihnen in einem Webmeeting das genau besprechen. Am besten ist es für uns immer, wenn Sie uns Ihren konkreten Aufgabenstellungen, also Ihre Berechnungsziele und die Anwendung, an der Sie Berechnungen durchführen möchten, einfach mal ein paar Details, wie jetzt zum Beispiel eine Skizze von der Anlage und Randbedingungen und Berechnungsziele einfach zukommen lassen. Dann können wir uns das genauer angucken und in einem individuellen Webmeeting ganz konkret nochmal auf Ihre Fragen und Ihre Bedürfnisse eingehen und Ihnen dort ein bisschen was zeigen. Genau, melden Sie sich da gerne. Hier die von meinem Kollegen, die E-Mail-Adresse ist ja noch angezeigt. Wie gesagt, Sie können sich auch gerne an mich wenden und über die Info natürlich sind wir auch erreichbar. Genau. Sonst waren hier noch Fragen. Ist Flonex im Vakuumbereich anwendbar? Ist noch eine Frage eingetroffen? Da fehlt mir jetzt, könnte jetzt auch ein bisschen expliziter irgendwie sein, wenn das jetzt rein auf Materialdaten. Ist halt die Frage, solange es natürlich noch sich als Kontinuum bewegt, ist halt die Frage, in welchem Bereich das jetzt genau sein soll. Da würde ich auch noch mal eine explizite Frage bevorzugen. Oder ein Anwendungsgebiet, dann schauen wir uns das gerne auch nochmal individuell an. So wie du gerade meintest, Melanie, ist manchmal dann doch Genau. einfacher. Genau, okay, das war's noch erstmal. Vielen Dank auf jeden Fall. Und ja, dann wünschen wir Ihnen noch einen schönen Tag. Genau, bleiben Sie gesund und bis bald. Bis bald. Danke. Tschüss.